Es fängt mit Neger an und hört mit der zweitschönsten Sache des Lebens auf. Negerkuss? Mehrzahl. Will ja nicht nur einen Kuss haben, sondern jeder mindestens zwei. Um einer Störung des Unterrichts vorzubeugen, werden die Küsse aber nicht gleich, sondern 5 Minuten vor der Pause verteilt. Gretchen? Ich glaube, man sagt nicht mehr Negerküsse, Herr Specht. Wie denn dann? Schokoküsse. Wie kam es zu dieser Umbenennung? Weil die Bezeichnung Neger diskriminieren, das sollten Sie ja nicht wissen, Herr Dr. Specht. Wie sagst denn du zu Neger? Schwarzer. Sind zwar nicht alle Neger schwarz, aber das Wort, hergeleitet aus dem Lateinischen, Niger, Nigra, Nigrum, gleich schwarz, würde erst dann zum Schimpfwort werden, wenn man statt Neger in abfälliger Weise Nigger sagte. Natürlich hält das die Tugendwächter aller Länder nicht davon ab, uns ständig irgendwelche Worte im Mund zu verdrehen oder sogar zu verbieten. Political Correctness heißt dieser Schwachsinn, der aus den USA kommend jetzt auch uns erreicht und verheerende Folgen gezeitigt hat. Ersatz für Hexenverfolgung wird sie nicht nur von Politikern und Professoren, sondern auch von wild gewordenen Imanzen, linken und rechten Hohlköpfen und vor allem von Schreiberlingen gepredigt, die kein Blut, sondern im Wesentlichen Tinte in ihren Adern haben. Sprachpolizisten, Sprachverbrecher allesamt, die jedes Substantiv, jedes Verb auf ihre rassische Reinheit untersuchen. Na gut, Ende der Schmährede. Euch fallen bestimmt noch ein paar andere Beispiele ein. Worte, die aus unserem Sprachschatz stammen und plötzlich nicht mehr genehm sind. Zigeunerschnitzel. Keine weiteren Fragen. Weitere Beispiele sind natürlich erbeten. Ja, Felix. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind weltweit das Land mit den meisten Verbrechen. Also Morden, Raubüberfällen, Vergewaltigungen, die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Die Washington Post vergleicht das Leben in vielen Gegenden der USA schon mit der Hölle auf Erden. Drogen haben unsere Straßen inzwischen so unsicher gemacht wie die in Bürgerkriegsgebieten. Zitat Ende. Ich werde das düstere Bild, das die Amerikaner von ihrem Land zeichnen, mit einem kleinen Hoffnungsschimmer versehen. Wer von euch, blöde Frage, hat das Märchen Rotkäppchen und der Wolf gelesen? Gratuliere, gratuliere, ihr seid ausnahmslos glücklich dran. Die Behörden der USA haben nämlich einen ersten mutigen Schritt unternommen, um ihre Zivilisation vor dem Untergang zu bewahren. Sie haben das Märchen der Gebrüder Grimm auf den Index gesetzt. Das heißt, Rotkäppchen darf in amerikanischen Schulbüchern nicht mehr erscheinen. Ist das ein Witz? Habe ich auch erst gedacht, Luise. Ist aber leider traurige amerikanische Wirklichkeit. Für solche Perversion muss es doch irgendeine Begründung geben. Die gibt es, Christian, schwarz auf weiß. Dadurch wird die Perversion allerdings nicht erträglicher. Warum, glaubt ihr, hat man das Märchen verboten? Wahrscheinlich, weil der Wolf die Großmutter gefressen hat. Nein, Liane, das fanden die amerikanischen Zensoren weniger anstößig. Was ihnen den Atem verschlagen und ihre Seelen zum Bibbern gebracht hat, waren die Geschenke, die Rotkäppchen ihrer Großmutter mitbringt. Sie hat zwar kein Heroin und keinen Revolver in ihrem Körbchen, aber... Kuchen und eine Flasche Wein. Du sagst es. Ein Kind, das seiner Oma Alkohol offeriert, ist Gift für bigotte Seelen. Also ab in den Giftschrank damit. Und wenn die Zensoren nicht gestorben bzw. Opfer eines Verbrechens geworden sind, durchschnüffeln sie auch künftig die Weltliteratur nach edlen Rebsorten. Darauf kann man eigentlich nur einen Schnaps trinken.